Als Kleinkind habe ich mich eigentlich immer schon sehr interessiert für technische Sachen, wenn ich hier an der Brauerei war. Und daher habe ich meinen Vater immer schon darum gebeten, schon als kleiner Achtjähriger hier mitfahren zu dürfen. Und dann hat er mich in den Sommerferien mitgenommen. Ich war 25 Jahre, wie ich hier als Geschäftsführer anfangen durfte. Aber ich habe schon von meiner Kindheit auf das sehr miterlebt alles. Wir haben hier ganz gute Böden, die sich sehr gut für einen Getreideanbau eignen. Wir haben gleichzeitig noch hier die Hallertau, das größte Hopfenanbaugebiet der Welt, was besonders guten Hopfen gibt. Und von hier aus, von Abensberg nach Norden, erstreckt sich der Bayerische Jura. Das ist das größte Braugerstenanbaugebiet in Deutschland. Unglaublich gute Voraussetzungen von den Rohstoffen her für gutes Weißbier. Wir haben immer engen Kontakt zu jedem Mitarbeiter, sei es der Brauer, sei es der Braumeister. Und genau das streben wir an. Wir möchten immer wissen, was ist los in der Brauerei, sei es die Technik, sei es die Verwaltung, sei es der Vertrieb. Und wir sind immer sehr dahinter, den ganzen Betrieb von A bis Z zu kennen. Man strebt immer, aus den gegebenen Rohstoffen das Beste machen zu können. Und da haben wir heute schon mal das große Glück, dass wir eine perfekte Ausrüstung dazu haben. Wir haben vom Sudhaus bis zum Gärkeller unsere kompletten Anlagen neu modernisiert und versuchen hier auch natürlich den Umweltstandards der heutigen Zeit zu entsprechen. Ich war auf der Suche nach einem Künstler und kannte den 100 Wasser. Und der wollte am Anfang das nicht machen, aber weil ich mit meinen Veranlagungen schon mal Zwergenmärchen gemacht habe, konnte ich den 100 Wasser dazu bewegen, weil der auch so ein Faible gehabt hat für einen Gartenzwerg. Das Film, das Symbol, dass man die Natur liebt und richtig mit ihr umgeht, konnte ich ihn gewinnen, dass er unsere Brauerei noch als sein letztes Werk umgestaltet. Ich habe das in mir selber auch gemerkt, dass mir das liegt, dass ich gern Leute unterhalte und denen was zeige, was Besonderes hier ist, damit die uns kennenlernen. Da habe ich dann angefangen, Brauereiführungen zu machen. Und so eine Brauereibesichtigung, das sind irgendwo 14 Stationen bei uns. Und da ist mein Grundgesetz gewesen, dass ich mindestens an jeder Station die Leute einmal oder zweimal oder noch besser dreimal zum Lachen oder zum Schmunzeln bringe. Und konnte den Leuten da unser Konzept und unsere Einstellung zum Bier und zu den Rohstoffen vermitteln. Der Turm ist ja besonders schön gemacht in der Art vom 100 Wasser. Und das Schöne und das Gute hängt zusammen. Wenn man das Schöne sieht, hat der Goethe gesagt, dann fühlt man gleichzeitig das Gute.